Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby Team und in diesem Video zeige ich dir, was die ersten Schritte in deinem Bilby-Account sind, wenn du mit der Nutzung von Bilby startest. Damit du Bilby nutzen kannst, benötigst du ein Benutzerkonto. Du kannst Bilby 30 Tage ohne Verpflichtungen testen. Der Testaccount läuft nach 30 Tagen automatisch aus und erst dann musst du entscheiden, ob du Kunde werden möchtest oder nicht. Das, was du hier siehst, ist die neue Bilby-Webseite, die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht online ist, denn wir arbeiten aktuell im Hintergrund noch an der Fertigstellung. Oben rechts findest du den Button zum kostenlosen Testen von Bilby. Es öffnet sich ein Fenster, wo du einfach deine E-Mail-Adresse eingeben musst für das Aktivieren der kostenlosen Testphase und ein Passwort vergeben musst, die AGBs und die Datenschutzerklärung akzeptieren musst und dann kannst du direkt loslegen mit dem Einrichten. Falls du das Video in einiger Zeit siehst, nämlich dann, wenn die neue Webseite dann schon online ist, dann wundere dich bitte nicht, falls die Webseite ein bisschen anders aussieht wie hier. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt arbeiten wir noch an der Webseite. Wenn du dein Benutzerkonto erstellt hast, dann landest du auf dem Dashboard von Bilby. Wenn du gerade mit Bilby startest, dann empfehle ich dir unsere Wo finde ich was Videoreihe, die auch in der Infobox verlinkt ist. Da erklären wir in den Videos, wie die einzelnen Bereiche von Bilby aufgebaut sind. Jetzt gibt es ein paar Schritte, die du durchführen solltest, dass dein Bilby-Account auch gut funktioniert. Das sind jetzt aber nur die ersten Schritte. Alle Infos zu weiteren Funktionen und Anleitungen zu diesen Funktionen findest du hier auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer Hilfeseite, die auch in der Infobox verlinkt ist. Als erstes empfehle ich dir, dass du deine Rechnungsadresse hinterlegst. Da brauchst du aber keine Angst haben, dass du automatisch eine Rechnung nach Ablauf der Testphase von Bilby erhältst, obwohl du Bilby vielleicht gar nicht weiter nutzen möchtest. Du bist und bleibst bei diesem Schritt weiter in der Testphase. Aber deine Rechnungsadresse ist häufig die Basis für Aktionen in Bilby. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Bilby erkennen soll, ob es sich um eine Exportlieferung handelt. Deine Rechnungsadresse kannst du hinterlegen, indem du oben rechts auf deinen Benutzernamen klickst und dort auf den Menüpunkt Rechnung und Zahlung. Da findest du dann den Bereich, wo du deine Rechnungsadresse eintragen kannst und abspeichern kannst. Als nächstes solltest du deine Umsatzsteuereinstellungen vornehmen. Unterliegst du den regulären deutschen Umsatzsteuersätzen, dann sind die bereits in Bilby voreingestellt. Deine Umsatzsteuereinstellungen findest du, wenn du in deine Einstellungen gehst und dort auf den Menüpunkt Grundeinstellungen klickst. Dann bist du auch schon im Reiter Steuer und Währung, wo du die Einstellungen vornehmen kannst. Hier kannst du zum einen die Umsatzsteuerart auswählen, also zum Beispiel, ob du die Umsatzsteuer ganz normal ausweisen musst oder ob du vielleicht unter die Kleinunternehmerregelung fällst. Darunter kannst du auch noch festlegen, ob der ermäßigte oder der nicht ermäßigte Steuersatz standardmäßig verwendet werden soll. Die beiden in Deutschland geltenden Steuersätze sind hier schon eingetragen und auch Euro als Währung. Damit deine Auftragsdokumente fortlaufende Nummern haben, kannst du Nummernkreise bei Bilby einstellen. Du kannst mit einem neuen Nummernkreis starten oder einfach deinen alten Nummernkreis fortführen. Legst du keinen Nummernkreis bei Bilby an, dann fängt die Nummerierung deiner Auftragsdokumente mit 1 an. Wenn du einen Nummernkreis anlegen möchtest, kannst du das in deinen Einstellungen unter dem Menüpunkt Auftragsdokumente machen. Jetzt musst du noch in den Reiter Nummernkreise wechseln. Einige Nummernkreise sind bereits standardmäßig für dich angelegt und können auch nicht gelöscht werden, weil sie immer dann verwendet werden, wenn du deinem Shop nicht explizit einen Nummernkreis zugeordnet hast. Wir haben für das Thema Nummernkreise auch schon ein ausführliches Video hier auf dem Kanal. Damit du deine Bestellungen und Artikel bei Bilby verwalten kannst, musst du deinen Shop oder Marktplatz anbinden. In deinen Einstellungen gibt es den Menüpunkt Kanäle. Hier kannst du über den Button Neu eine neue Shopverbindung oder eine Marktplatzanbindung anlegen. Wie das Anlegen von einer bestimmten Shop-Verbindung funktioniert, ist in den meisten Fällen sehr unterschiedlich und kommt auf dein Shop-System oder Marktplatz an. Wir haben auf unserer Hilfeseite für die meisten Anbindungen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du ganz einfach befolgen kannst. Damit deine Auftragsdokumente auch zu deinem Shop passen, solltest du als nächstes Layouts einrichten. So kannst du dann deine Auftragsdokumente, wie zum Beispiel Rechnungen oder Lieferscheine, einfach an dein Design anpassen. Die Layouts kannst du in den Einstellungen bearbeiten, wenn du auf den Menüpunkt Auftragsdokumente klickst. Dann landest du auch schon direkt im Reiter Layouts, wo du über Neu ein neues Layout anlegen kannst oder ein bestehendes Layout bearbeiten kannst. Hier sind auch schon Standard-Layouts für Rechnungen und Lieferscheine angelegt,
die immer dann verwendet werden, wenn du kein eigenes Layout angelegt hast. Du kannst die beiden Standard-Layouts jederzeit abändern oder ein eigenes Layout hinzufügen. Wir haben zum Thema Layouts auch schon ein ausführliches Video hier auf dem Kanal, wo du alles nochmal genau nachschauen kannst. Der letzte Schritt der Einrichtung in der Testphase ist die Anbindung von einem Zahlungsanbieter. Damit kann Bilby dann deine Zahlungseingänge automatisch mit deinen eingegangenen Bestellungen abgleichen und die Zahlungen den richtigen Bestellungen auch zuordnen. In deinen Einstellungen im Menüpunkt Zahlungsabgleich kannst du ein Konto hinzufügen. Auch hier gibt es wieder, wie bei den Shopsystemen und Marktplätzen, unterschiedliche Vorgehensweisen bei unterschiedlichen Anbietern. Auf unserer Hilfeseite haben wir Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Anbindung von zum Beispiel deinem Bankkonto oder einem PayPal-Konto. Wenn deine 30-tägige Testphase dann zu Ende ist, kannst du entscheiden, ob du Kunde werden möchtest oder nicht. Wenn du Bilby Kunde werden möchtest, dann musst du noch den finalen Schritt vornehmen, nämlich alle relevanten Daten in deinem Benutzerkonto hinterlegen und dem AVV zustimmen. Dafür klickst du oben auf deinen Benutzernamen und da auf den Menüpunkt Konto. Hier kannst du jetzt runterscrollen bis zum Bereich Dokumente, wo du auf den Button Kunde werden klicken kannst. Da musst du dann deine Rechnungsadresse eingeben oder prüfen, deine Zahlungsinformationen hinterlegen und dem AVV zustimmen. Jetzt steht deiner ausgiebigen Nutzung von Bilby nichts mehr im Wege. Hast du noch Fragen zu den Einstellungen oder den ersten Schritten bei Bilby? Dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da oder schau doch mal bei unseren anderen Videos oder unserer Hilfeseite vorbei. Bis zum nächsten Mal.